Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und natürlich auch mit einer Verlosung am Ende, wie ihr es oben schon gesehen habt. Aber als erstes gibt es ein Q&A, da habt ihr lange drauf gewartet, vielleicht seit der letzten Verlosung. Und jetzt gibt es das Endlösch. Ich habe eure Fragen hier und die werde ich jetzt einfach mal durchgehen und vorlesen. Sekunde, ich gehe mal nach ganz oben. Ich hoffe, ich werde gleich keinen vergessen. Mal das hier übers Handy, wie ihr seht. Da gehe ich einfach auf Instagram und gucke dann mal. Also, die erste Frage. Kommst du aus NRW und welchen YouTuber guckst du am liebsten? Ich komme nicht aus NRW. Ich komme aus Niedersachsen bei Osnabrück in der Nähe. Und welchen YouTuber guckst du am liebsten? Ich glaube, wenn ich mich jetzt so wirklich für einen entscheiden müsste, würde das auf Herrn Currywurst zutreffen. Und zwar ist das ein Gamer-YouTuber, der zusammen mit Pandoria, Tobinator und Gronkh sehr viele Videos macht. Die gucke ich auch alle sehr, sehr gerne, aber am liebsten von allen dann den Herrn Currywurst. Wenn es dann in Richtung Beauty geht, dann ist das schon ein bisschen schwieriger, weil ich da im Moment echt überhaupt gar keinen Favoriten mehr habe. Würde ich fast sagen Laura Lareva oder... keine Ahnung. Ich schaue im Moment eigentlich am allerliebsten Gaming-Videos so. Und ja, das macht mir am meisten Spaß momentan. Wie willst du deine Nacktkatzen nennen? Also es wird nur eine Nacktkatze vorerst werden. Die habe ich übrigens gestern schon besucht. Habt ihr vielleicht schon in meinem letzten Vlog gesehen. Und ich musste den Namen halt jetzt auch schon festlegen für den Impfpass. Und sie heißt jetzt Nofretete. Nofretete, denken sich vielleicht jetzt, was hat die für einen Knall? Warum nennt ihr die so? Das ist zwar keine, also die Katzenrasse ist ja eine Sphinx-Rasse, also es hört sich schon mal sehr ägyptisch an, ne? Und die waren damals, soweit ich das weiß, auch dort, ich glaube, die kommen ursprünglich aus Kanada, wenn ich mich nicht täusche, aber die waren, sag ich mal, in Ägypten gehypt, sag ich mal. Und ich finde, das passt sehr gut zu der Rasse, deswegen heißt sie Nofretete. Ja, weiter geht's. Warum hast du dich dazu entschieden, vegan zu leben? Also erstmal, vegan leben und vegan essen ist noch ein Unterschied. Ich lebe nicht vegan, ich esse nur vegan. Also bei mir dreht sich das Vegane erstmal hauptsächlich nur um die Ernährung. Klar, gucke ich vielleicht bei anderen Sachen auch, aber es ist erstmal nur auf die Ernährung Ja, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Und warum ich das mache, also es hat alles angefangen aus Tierliebe halt. Aber inzwischen würde ich sagen, ist das 50-50. Es ist nicht nur mehr Tierliebe, sondern es ist vielleicht auch, ja, mit Gesundheit hat das viel für mich auch zu tun. Also seitdem ich jetzt auch Sport mache, achte ich auch wirklich darauf, gut, klar, ich esse auch manchmal Scheiße, sag ich mal. Ich schaufel auch so Mist in mich rein, aber ich achte wirklich mehr darauf, was ich esse. Ich esse bewusster und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und das würde ich jetzt sagen, ist so, hält sich so die Waage, die beiden Gründe. Das ist für mich das Wichtige und deswegen mache ich das. Und war es schwierig für dich, deine Ernährung umzustellen? Also klar, ganz, ganz am Anfang war es so ein bisschen, was kann ich jetzt überhaupt essen? Man muss beim Einkaufen wirklich auf alle Produkte genau gucken. Ist da irgendwas mit Ei drin? Ist da irgendwas mit Milch drin? Milchsäure, Milch, keine Ahnung was. Das ist manchmal teilweise sehr versteckt, aber wenn man sich damit erstmal auseinandergesetzt hat und das eine Zeit lang macht, ich glaube, dann ist es schon recht einfach. Also für mich ist es jetzt super einfach. Klar kann mir da auch mal ein Fehler unterlaufen und ich esse irgendwas, wo Ei drin ist. Aber das kann halt auch mal passieren. Das ist, glaube ich, für mich persönlich ist das dann nicht so wild. Aber ja, am Anfang war es halt ein bisschen schwieriger, aber ich finde, das geht schnell vorbei. Ja, dann nochmal die Frage, wieso lebst du vegan? Ich lebe nicht vegan, ich esse vegan, habe ich ja gerade erklärt. Dann, finde deine Bilder auf Instagram richtig schön und deine Videos verfolge ich so gerne. Danke, dass wir tolle Sachen gewinnen können. Würde mich freuen, dir glücklicher zu sein. Meine Frage, wann hast du entschieden, Visagistin zu werden? Puh, wie lange bin ich jetzt überhaupt schon Visagistin? Ich glaube, ich bin jetzt im Oktober. Bin ich jetzt ein oder zwei? Oh Gott, ich habe schon keine Ahnung mehr. Ich glaube, ich bin jetzt ein Jahr Visagistin. Kann das sein? Oh mein Gott. Die Zeit vergeht nämlich momentan so schnell, aber ich glaube, es ist jetzt im Oktober ein Jahr. Müsste eigentlich. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, das könnte passen. Warum habe ich das gemacht? Ich habe das einfach mal so recherchiert, wie man sich da weiterbilden kann, also was man da für Ausbildung machen kann oder ob man da irgendwie, keine Ahnung was. Und das einfach, weil ich mich einfach ultra gerne schminke, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Das ist einfach so, es kam so alles, glaube ich, mit YouTube. Ich habe gerne Beauty-Videos geguckt,
dabei weiß ich noch nicht mehr, wie es auch dazu kam, aber das kam einfach irgendwann und habe diese Videos verfolgt. Dann fing es bei mir so an mit YouTube und dann wurde es halt wirklich immer mehr, was Schminke angeht. Klar, ich wurde auch älter, bin erwachsener geworden, da gehört es für mich dazu. Und ich liebe es einfach, es macht so Spaß. Also ich war immer schon sowas mit Kunst, das war schon immer mein Ding. Gerade eher so mit Zeichnen, Malen. Das habe ich aber jetzt irgendwie voll verloren, sag ich mal. Ich bin jetzt wirklich nur so in meinem Gesicht oder in anderen Gesichtern tätig, sag ich mal. Und ja, mir macht das einfach super, super viel Spaß. Ich kann das nicht anders erklären, wie andere ihre Hobbys haben mit Fußball oder so, ist das mein Hobby. Das macht mir einfach riesengroßen Spaß. Ich freue mich immer, wenn eine Party ist und ich mir so denke, ja, heute schminkst du dich wieder eine Stunde, geil. Also ja, da denken sich andere auch so, okay. Aber mir macht es halt einfach Spaß. Ich lese jetzt nicht alles vor. Da war gerade, glaube ich, gar keine Frage bei, wenn ich mich nicht täusche. Welche Vorbilder hattest du als Kind? Ich hatte früher mein Vorbild und zwar Kim Possible. Ich fand ihre Haare cool. Ich habe ja auch so einen Seitenscheitel jetzt und das hatte sie ja auch immer. Das fand ich immer sehr cool. Keine Ahnung. Ich glaube, das war so früher mein Vorbild. Voll dumm, aber ja. Wie und wann hast du genau entschieden, mit YouTube anzufangen? Das habe ich ja eben schon so ein bisschen angeschnitten. Das war einfach, weil ich habe diese Videos geschaut und dachte mir so, hey, probier's doch mal aus, das selbst zu machen. Vielleicht macht's Spaß, wenn nicht, dann nicht, dann lässt es halt wieder sein. Aber warum nicht einfach versuchen und jetzt bin ich immer noch hier und mache das gerne. Es macht mir halt einfach Spaß. Also klar gibt's mal Momente, da denke ich mir so, boah, ich habe absolut gar keinen Bock, jetzt irgendwas zu machen, was YouTube angeht. Aber im Großen und Ganzen macht es mir einfach Spaß. Ich mache das einfach gerne als Hobby so. Warum nicht? Was sind deine Pläne für die Zukunft? Also nahe Zukunft liegen jetzt erstmal... Ich habe mir eine Wohnung gekauft. Da bin ich jetzt in einem Monat, kann ich dann renovieren. Und mein Plan ist halt so, dass ich die in 10 Jahren dann wirklich abbezahlt habe. Und dann der nächste Schritt, dann würde ich mir gerne ein Haus kaufen. So, das sind erstmal so die nächsten richtig krassen Ziele für mich so persönlich. So in 10 Jahren, dass ich mir dann ein Haus kaufen kann direkt. Und ich denke, das ist gar nicht so unrealistisch. Also, ja. Was ist deine schönste Erinnerung aus deinem Leben? Oh mein Gott, das ist eine verdammt schwierige Frage, das Schönste zu nennen. Es gibt viele Sachen, die ich toll in Erinnerung habe. Das ist jetzt vielleicht auch eine sehr private Sache, die ich jetzt nicht so erzählen muss, weil es mich auch viele hier gucken, die dann Bescheid wissen, was ich da genau mit meine. Aber ist ja auch egal. Ich gehe mal gerade auf andere Dinge ein. Super tolle Erinnerungen sind, die mir super Spaß gemacht haben, waren die ganzen WrestleManias. Ich war auf 3 WrestleManias, die waren alle super geil. Es war richtig, richtig schön. Ja, meine Reisen oder als ich meinen Hund gekriegt habe, das war auch so, so super schön. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich vergesse jetzt, was richtig toll gewesen ist, weil man jetzt so unter Druck, weiß ich jetzt nicht. Aber das sind auf jeden Fall so richtig schöne Erinnerungen. So eine tolle Zeit hatte ich da. Aber auch damals, als ich mit meiner besten Freundin, mit Jana, als wir beide noch zur Schule gegangen sind und einfach die ganzen Sommerferien was zusammen gemacht haben, das sind so richtig schöne Erinnerungen. Und ja, damals so in der Zeit, wo ich so 16 war, das war echt eine schöne Zeit. Warum machst du YouTube? Hatten wir schon. Warum lebst du vegan? Das hatten wir. Was sind deine Sommer-Must-Haves? Auf jeden Fall ein roter Lippenstift. Also das ist für mich so ein Must-Have. Was noch ein Must-Have für mich ist, sind auf jeden Fall bauchfreie Oberteile. Ich liebe bauchfreie Oberteile zu tragen, weil dann auch mein Piercing zum Vorschein kommt. Das finde ich immer sehr, also ja. Das so. Ansonsten, was habe ich für ein Must-Have? Sonst fällt mir jetzt gerade spontan gar nichts ein. Hatte ich irgendein Must-Have im Sommer? Der Sommer, den wir ja nie hatten, so wirklich. Wüsste ich jetzt nicht. Das wären so meine Must-Haves, die ich gerade genannt habe. Vegan, bla bla. Bist du nur auf Essensbasis oder als Lebenseinstellung vegan? Das habe ich ja eben schon gesagt. Nur was Essen angeht erstmal. Was passiert mit Lucky, wenn du deine Nacktkatzen hast? Also Lucky ist mein Hund, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Der wohnt aber bei meinem Papa, weil mein Papa auch 200 hat. Ich würde Lucky gerne in meine Wohnung holen, nur ist das Problem, er kennt es nicht anders, er kennt es nur mit 2 anderen Hunden. Und ich glaube, dass das nicht gut ist, die auseinanderzureißen, wenn ihr versteht, was ich meine. Klar, da ist eine Katze, ich werde die beiden auch sofort aneinander gewöhnen, dass das kein Ding ist. Ich glaube auch, dass Lucky dann öfter zu mir kommen wird, aber ihn komplett zu mir zu holen, ich glaube, das wird nicht klappen.
bleibt er dann bei meinem Vater? Ja, habe ich ja im Grunde gesagt. Ja, was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Diese Fragen, die kann ich nicht beantworten, ehrlich. Es passieren, finde ich, immer so kleine peinliche Dinge. Aber jetzt sowas Richtiges, wo ich so dachte, so, oh fucking Gott, ich kann mich nie wieder blicken lassen, weiß ich jetzt gerade nicht. Also wie gesagt, Kleinigkeiten sind immer mal, aber das sage ich jetzt nicht, weil ich nicht sagen will. Mir fällt gerade nichts ein, aber ich finde solche Fragen genauso wie schönstes Erlebnis oder so, das ist so, ja. Hast du Haustiere? Ja, ich habe einen eigenen Hund und bald eine eigene Nacktkatze. Und mein Vater hat noch zwei andere Hunde. Und ich habe einen Hamster. Was sind deine Lieblingsprodukte? Zum Beispiel Highlighter. Heute habe ich Moonstone drauf, aber ich persönlich finde von Becker Opal noch schöner, muss ich sagen. Dann generell, was heißt Lieblingsprodukte? Ich mag, das habe ich schon öfter genannt, das ist jetzt ein anderer Lippenstift, aber ich habe so einen knallroten und auch mehrere Farben von Astor. Die sind super, super gut, liebe ich über alles. meine Glam & Doll Mascara von Catrice, die auch. Hast du schon mal überlegt, deine Haare blond zu färben? Ich glaube, das würde mir absolut nicht stehen. Ich hatte schon mal ganz einen Tag blonde Haare, weil ich die mal krass rot hatte. Und dazu habe ich die dann erstmal blondiert. Und das hatte ich jetzt zwar, ich habe ja eigentlich krauses Haar, dann hatte ich die natürlich jetzt nicht geglättet extra. Aber das ist, nee, nein. Ich glaube, das steht mir schon am besten, so schön dunkle Haare. Ja, da sind wir schon durch. Dann kommen wir jetzt zu der Verlosung. Hier ist die gute Box. Ich muss jetzt mal schnell machen, weil Akku ist bald leer. Ich gehe mal ganz schnell durch, was hier drin ist. Hier drin ist ein Lolli, ein Mann, vegane Riegel. Dann habe ich hier, oh Gott, das ist so viel, warte. Ein Säckchen mit einem Max Factor Puder. Einem EOS Lip Balm, so einem weißen Kajalstift von Essence, dann ein von Annie, einen durchsichtigen Lack und einen von Edding, so einen roten. Dann haben wir des Weiteren noch drinnen, wartet, ein Cosmeticum Venengel, habe ich mal zugeschickt bekommen. Dann von Evelyn ein Concealer Brush, dazu passend von Maybelline eine Concealer Corrector Palette und von, ja, so kleine Goodies noch und dann noch hier dieses Klatschkissen, was da in der My Little Box war, kann man als Klatsch benutzen am Strand und es dann noch aufpusten, dann ist es ein Kissen. Das könnt ihr alles gewinnen. Diese Verlosung findet dieses Mal hier auf YouTube statt, damit ich auch mal hier ein bisschen was mache. Das Ganze verlinke ich aber also auf allen möglichen Plattformen. Also ich denke auf Twitter, auf Instagram werde ich da auch ein Bild nochmal zu machen. Könnt ihr nochmal gucken, was da Schönes drin ist. Und ich würde sagen, die Verlosung geht 2 Wochen. Also bis, ich sag mal, bis wann ist das denn? Oh, ich muss jetzt ein Datum sagen. Nee, ich weiß es nicht. Ich schreibe es euch unten in die Infobox. Da stehen alle wichtigen Teilnahmebedingungen. Was ihr tun müsst, um zu gewinnen, lest es euch bitte, bitte durch. Es nehmen immer so viele teil und wundern sich, dass sie nicht gewinnen, weil sie diese Sachen nicht erfüllen, die unten drin stehen. Also bitte lest es euch durch und macht das, weil sonst könnt ihr nicht gewinnen. Weil es gibt immer wieder welche, die machen es dann einfach nicht und wundern sich, hä, ich gewinne nie. Ja, kein Wunder. Also bitte einfach unten die Infobox durchlesen, da habe ich alles reingeschrieben, wie lange das geht, was ihr tun müsst. Und ja, dann, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, wie gesagt, sonst steht es unten. Dann wünsche ich euch allen ganz viel Glück dabei und ich hoffe, ihr nehmt alle schön teil. Bis dann!